Hey ho! Heute kommt ein Haul von mir, von den letzten Wochen, wo ich was eingekauft habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles wieder zusammengefriemelt bekommen habe, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Vielleicht zeige ich euch auch schon Sachen, die ich euch schon mal gezeigt habe. Keine Ahnung, wir werden sehen. Ja, weil ich habe ein paar Sachen auch geshoppt, die ich gebraucht habe. Und die habe ich dann auch direkt benutzt und... Oh. Wir werden sehen. Also es ist trotzdem auf jeden Fall so ein bisschen was. Es ist auch nicht nur... Make-up oder Beauty-related Sachen. Aber das kriegen wir schon. Ich mache das einfach so ein bisschen kreuz und quer. Ich fange mal an. Wir waren in der Stadt, weil ich war bei Fehmarn. Ich habe Kontaktlinsen, Freunde. Und dann waren wir in einem Douglas drin und dann habe ich das gesehen. Und von diesem Setting-Spray... Das ist das Urban Decay All Nighter im Übrigen. Schwärmen ja total viele und da haben die jetzt dieses Angebot gehabt. Also zwei Full-Size-Größen für, was habe ich hier? 44 Euro. Und dann dachte ich mir, weil meins, ich benutze ja momentan noch hier das ist in den letzten Zügen. Und dann dachte ich mir, komm, dann give it a shot und dann werden wir das mal probieren. Genau. Dann habe ich aber noch einmal bei Douglas bestellt. Und zwar habe ich mir ein Parfum bestellt, was ich, als wir in München waren, getestet habe, mir nicht mitgenommen habe, was mir aber seitdem definitiv nicht wieder aus den Gedanken gegangen ist, aus dem Kopf gegangen ist. So. Und zwar handelt es sich dabei um ein Parfum von MAC. Die hatten ja dieses Shade Essence Zeugs und das ist das Parfum Velvet Teddy. Online steht nach, was das riechen soll. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, dieser Duft ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und jetzt habe ich es mir bestellt und dann gab es ja zwischenzeitlich mal so eine Aktion, dass man da irgendwie Prozente bekommen kann. Und dann gab es noch eine Sache, die mich interessiert hat und im Endeffekt habe ich die dann für 40 Cent bekommen. Und zwar von NYX oder NYX oder wie auch immer ihr das nennen möchtet, die Lit Lingerie Eyeshadow Palette. Warum ist die jetzt so? Hat man das jetzt gesehen? Ja. Ich weiß nicht, was das jetzt... Ah, von einem Wattepad. Was? Aber wieso hängt das da oben dran? Crazy shit. Crazy shit, Freunde. Genau. Hat die noch eine Nummer? Nee, ne? LLSP01. Das sind alles matte Farben. Blättchen ist noch drin. Keine Panik. Das wird nicht geändert. So sieht die aus. Und zwischenzeitlich habe ich mir überlegt, naja, weil ich ja von der anderen, die ich da habe, nicht so ganz begeistert bin. Aber ich dachte mir, komm, im Endeffekt habe ich sie für 40 Cent bekommen. Habe ich mir drei geswatcht und die ist gut. Die habe ich auch heute mit was anderem zusammen benutzt. Die ist richtig gut. Ich habe den hier so ein bisschen in der Crease benutzt. Also die durfte dann noch mit. Und wie gesagt, im Endeffekt habe ich sie für 40 Cent bekommen. Das können wir mal machen. Wo habe ich meine Swipey Swipes? Da kommt was. Die sind auch bald leer. Gott sei Dank. Freunde, Gott sei Dank. Genau. Und dann hatte ich so zwei Codes. Und dann habe ich einmal von Ahava Dead Sea Water Mineral Hand Cream Sea Kissed bekommen. Guck mal, wie das schnuppert. Meeresfrisch schnuppert das? Keine Ahnung. Und einmal von Biotherm Skin Fitness Purifying and Cleansing Body Foam. Und da habe ich hinten schon mal so ein bisschen gelesen. Also man darf das wirklich nicht so keep away from here. Wo war das denn? Wo stand das denn? Genau. Do not apply on face. Also es wird da wahrscheinlich ein Duschschaum sein. Nehme ich mal stark. Genau, das war halt dabei. So, dann war in einer Zeitschrift von Rituals eine Handcreme. Die Zeitschrift weiß ich nicht mehr, was das für eine war. Auf jeden Fall The Ritual of Ayurveda.
Ayurveda, The Ancient Art of Living Wisely, Soothing Hand Balm. Der riecht gut. Das riecht nice. Ja. Also ich habe mir dann die Zeitschrift gekauft, ne? Habe ich auch meiner Mama einmal geschenkt. Und das habt ihr in meinem Was ist los in the Tash Dings gesehen. Im Ausverkauf von Aldo Bandini Central Body Aroma Body Balsam mit Tamarind und Ingwer hat. Da steht der Preis noch drauf. 2,50 gekostet. Genau. Habe ich euch ja wie gesagt schon mal gezeigt. Wo mache ich mal weiter? Ich mache mal hiermit weiter. Da gibt es eine kleine Vorgeschichte zu. Ich hatte von dem, was ich euch gleich zeige, ein Produkt schon mal getestet. Und zwar die Sorte Tasty Donut. Und spätestens jetzt werden einige wissen, von was ich rede. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Zeug hat für meine Nase unter der Dusche, und also auch für die Nase von meinem Freund, unter der Dusche gestunken wie Kotze. So. Das habe ich dann an meine Mama weitergegeben, weil die benutzt das für, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich seitdem die Finger davon gelassen, weil ich mir dachte, ey, das kostet so viel Geld. Und ich, weil aus der Flasche an sich hat es gut gerochen. Nur unter der Dusche wurde es dann. Und dafür war mir das einfach zu teuer. Und ich bin jetzt auch nicht Fan der Person, die diese Sachen produziert, sondern entwirft. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich definitiv einfach nicht die Zielgruppe dieser Person bin. Was man ja vielleicht auch so ein bisschen merkt an den Produkten oder wie auch immer. Jetzt war ich aber letztens, weil ich einen so ein Teil für jemanden kaufen wollte, da und habe das entdeckt. Und zwar rede ich die ganze Zeit, falls es bisher immer noch einer nicht mitgekriegt hat, von den Belu-Duschschäumen oder von den Belu-Produkten. Allein schon dieses Baby Loves You, gell? Also das, ich bin nicht Zielgruppe dieser Person, definitiv nicht. Jetzt hat diese Dame einen Duschschaum mit Coco-Cocktail. Und Freunde, also aus der Flasche, ich habe das noch nicht getestet, riecht das so genial. Kokos halt, ne? Ich opfer. Ja, und dann dachte ich mir, komm, gibst du dem nochmal eine Chance. Ja, das hat schon eine leichte Delle hier oben, denn mein Freund meinte es vor dem DM runterfallen zu lassen. Aber ist ja egal, es ist ja wurscht. Auf jeden Fall, da bin ich echt mal gespannt, ob das unter der Dusche den Duft auch wieder irgendwie verändert, also nicht mehr so riecht wie... Wie aus der Flasche. Aber den habe ich mir mal mitgenommen. Ich bin ja nicht so, ich probiere das gerne nur 2-3 Mal aus. Dann habe ich mir vom Balea mitgenommen und zwar habe ich das gesehen bei Meloflori. Die benutzt das immer ganz gerne. Ich verlinke mir den Kanal unten in der Infobox. Vom Balea mit das Ultrasensitiv Gesichtswasser. Ohne Parfüm, Parabene und Farbstoffe, ohne Alkohol, einfach nur bla. Ein Gesichtswasser. Das wollte ich nämlich mal testen, weil ich hatte jetzt ein paar Gesichtswässerchen und das war alles irgendwie nichts. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, da ist jetzt nichts irgendwie Shishi-mäßiges drin, sondern das macht vielleicht einfach nur sauber. Und ja, das auch schon ein bisschen getestet und bisher gefällt mir das ganz gut. Also habe jetzt davon keine Pickel bekommen oder sonst irgendwas. Genau. Dann, da hatte ich noch ein drittes Päckchen von, habe ich gesehen, bei DM war so Ausverkauf von Husk, die Charcoal, der Charcoal Purifying Deep Conditioner with Citrus Oil in so einem Tütchen. Der war im Ausverkauf und ich habe schon ganz oft Leute gehört, die gesagt haben, Husk wäre richtig gut. Und also die Maske, wie gesagt, Conditioner, der ist richtig gut. Ein Tütchen habe ich schon benutzt, das reicht für 2 Anwendungen bei meiner Haarlänge. Genau. Und also klärende Intensivpflege, reinigt und klärt und also das fand ich, die fand ich gut. Zum Testen. Ich denke mal nicht, dass man das jetzt noch nachkaufen kann. Noch eine Sache von DM und dazu gibt es jetzt eine Little Story. Ja?
falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ich leide oder habe ja unter Darmpilzen gelitten. So, man kann schon gelitten sagen. Und die haben wir ja erfolgreich bekämpft. Also es ist so, ich sage es von vornherein, falls hier jetzt auch irgendwie jemand, ich will jetzt nicht unbedingt behaupten, neunmal Kluges was schreiben möchte, aber bevor irgendjemand mosern möchte, ich weiß, dass im Darm Pilze vorhanden sein müssen und dass das ganz normal ist, dass man da Pilze hat. Ja, aber nicht in diesem Ausmaß, in dem ich sie hatte. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben sie erfolgreich bekämpft und ich litt hier auch vorher unter einer Fructoseintoleranz. Und da waren halt so einige Sachen, die ich auf jeden Fall definitiv nicht vertragen habe. Glühwein oder Wein an sich, Sekt, noch nicht mal so ein Glas Sekt, halb-halb, ja, also halb O-Saft und halb Sekt, das hat bei mir 2 Stunden maximal, hielt das an und dann ging das aber los, Freund, das war nicht mehr feierlich. Und Kinderpunsch, weil in Kinderpunsch meistens der erste Anteil Apfelsaft ist. So, habe ich zudem, also wie gesagt, nicht vertragen. Und jetzt war ich letztens bei einem Arzt wegen was anderem, was aber auch darm-related ist, aber was nichts zu tun hatte damit. Und habe ihm das so erzählt und er meinte so auch so, ja, das ist so... Das war früher so wie so eine Modeerscheinung bei Ärzten, dass man da Darmpilze behandelt und bliblablub. Das braucht man alles nicht. Im Darm müssen Pilze sein. Das ist alles Geldmacherei. Da dachte ich mir schon so, dass es mir jetzt irgendwie besser geht. Das bilde ich mir alles nur ein, aber gut. Und dann habe ich angefangen, in letzter Zeit die Probe aufs Exempel zu machen. So, zum einen habe ich an dem Tag, als wir Halloween gefeiert haben, eine Tasse Glühwein getrunken. No problems, Freunde, no problems. Noch nicht mal irgendwie ein Gluckern im Bauch oder so leichtes Ziehen. Der äußerste, the worst case, ist definitiv auch nicht eingetreten. Also war gar nichts. Nichts, nada, niente. So, dann waren wir letztens tanzen und wenn beim Tanzen irgendeiner Geburtstag hatte, schmeißt er immer so eine Runde Sekt. Und dann dachte ich mir, den Glühwein hast du ja vertragen, jetzt probierst du mal einen halben Sekt. Also so halb-halb, ja? Wieder mit Saft und Sekt. Keine Probleme gehabt. Nada. Niente. Nichts. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, weswegen es in meinem Haul eigentlich geht. Ich war beim DM und die haben jetzt wieder diesen Winterfruchtpunsch. Den hatten die letztes Jahr auch. Letztes Jahr nicht vertragen. Dieses Jahr vertrage ich ihn. Ohne Probleme. Kein gar nichts. Kein Gluckern, keine leichte Bauchschmerzen, kein Gegrummel, keine Blähungen, kein Durchfall. Gar nichts. Ich vertrage ihn. Und ich habe hier auch Fruchtpunsch drin. Und den werde ich mir definitiv nachkaufen, weil der schmeckt geil. Das bedeutet, an alle, die meinen, ja, so eine Darmsanierung, weil man zu hohe Darmpilze hatte, wäre Quatsch. Freunde, ich will es nicht beschreiten und ich möchte davon auch keinen Test mehr machen, weil dieser Test an sich ist schon, selbst wenn man es nicht hat, ist... Aber ich bin fest davon überzeugt, dass meine Fructoseintoleranz weggegangen ist. Und das ist auch tatsächlich damit zu erklären, ich habe hier irgendwo ein Haar hängen, denn wenn das die Darmwand ist, Darmschleimhaut, ja, und da liegen so die Darmpilze drauf, dann kann die Darmschleimhaut die Nährstoffe, die sie braucht, nicht mehr aufnehmen, sondern sie wandern einfach weiter und dann vielleicht in irgendeine Region im Darm, die mit Fructose nicht so gut umgehen kann. Und dann kann es schnell passieren, dass man eine Fructoseintoleranz entwickelt. Also dachte ich mir so im Nachhinein, lass den Doc mal labern. Mir geht's besser, ich vertrage Sachen wieder, die ich vorher definitiv nicht vertragen habe. So what? Also ich sag mal, das muss man, wie gesagt, jeder muss das für sich selbst entscheiden, aber bei mir, ohne Witz, das war das Beste, was ich machen konnte. Denn es gibt mir persönlich so ein bisschen Lebensqualität wieder. Und wenn es nur der Kinderfruchtpunsch ist. Ja.
Also, den habe ich mir gekauft und den kaufe ich mir auch wieder nach. Da ist jetzt Vertrauen. So, dann habe ich beim DM die zwei Sachen entdeckt. Eine ganz bestimmte Person wird diese beiden Sachen wiedererkennen. Und zwar einmal von Trackle Moon Spiced Plum Custard. Das ist die Körpermilch. Und das, also das riecht einfach genial, ne? Beziehungsweise, ich habe es ja noch nicht benutzt, ich habe das. Das riecht tatsächlich, da steht auch irgendwas mit Vanillepudding drauf und das schmeckt, das riecht tatsächlich so, also so kindheitserinnerungsmäßig, wie Vanillepudding, wenn dann oben noch irgendwie warme Erdbeeren oder so. Also jetzt nicht unbedingt, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich rieche da die Pflaume raus, aber so, so warmes Obst, so warme Erdbeeren hatten wir früher, so riecht das tatsächlich. Und einmal die Duschcreme von Trackle Moon Warm Cinnamon. Cinnamonies Nights. Lecker, lecker, lecker. Da freue ich mich schon drauf. Die zwei durften mal mit. Genau. Dann, da habe ich schon, da kann ich auch schon ein bisschen was zu sagen, habe ich mir von Balea die Chai Tea Vanillemaske gekauft. Und da hatte ich noch eins von und davon habe ich schon eine benutzt. Die riecht auf jeden Fall gut. Die hat aber am Anfang bei mir ein bisschen gebrannt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das vielleicht mit irgendwas zusammenhing, was ich an dem Tag gemacht habe oder vorher als Pflege verwendet habe oder ob das bei mir immer so ist. Auf jeden Fall muss ich dann nochmal gucken, aber sie hat auf jeden Fall sehr, sehr lecker gerochen. Tja, ja. Und die soll ja auch nur entspannend sein, nicht? Steht ja da. Entspannend. Genau. Dann eine Sache für die Augenbrauen. Das habe ich gesehen bei Ninas Kosmetik, kann ich euch auch mal unten verlinken. Von Alverde, die Augenbrauenpomade. Da gibt es, glaube ich, nur eine Farbe, das ist die Farbe Ash Taupe. Die habe ich auch heute benutzt. Und ich kann die auch noch dünner auftragen, so ist es nicht. Ja? Aber die finde ich gut. So sieht die dann aus. Die ist, also ich finde die gut. Und die kostet halt nicht so viel wie eine von Benefit, also die kann man sich gerne mal anschauen. Die kann man auch dunkel machen, wenn man möchte. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich euch das schon gezeigt habe, aber in dem Atemzug zeige ich euch auch mal, mit was ich sie aufgetragen habe, denn das ist auch neu. Ich muss es nur finden, Freunde. Ich muss es nur finden. Bist du es? Nein. Ich schau mal kurz hier mein Tässchen nach vorne. So, da bist du. Du und du. Und du. Und zwar habe ich das aufgetragen mit diesem Ebelin-Pinsel aus dieser Pinsel-LE. Also die müsstet ihr noch, die gibt es vereinzelt immer noch mal. Also dieses, das war zusammen, dieses Augenset. Hier mit so einem flachen, ja hier Spoiler-Alarm, mit so einem flachen Lidschattenpinsel und diesem. Und der ist halt weicher, was halt dadurch macht das nicht so, das krass, nicht so krass. Also ich habe das, hab diese Augenbrauenpomade, ich schwätze heute ganz komisch, gell? Diese Augenbrauenpomade auch mal mit dem Augenbrauenpinsel von Essence aufgetragen und ihr seht ja schon, der ist auf jeden Fall kürzer und der ist ein bisschen fester. Und das macht Striche. Also das macht, da muss man echt gut aufpassen. Deswegen, und mit dem hier funktioniert das eigentlich ganz gut. Also die Kombi finde ich momentan ganz nice. Und aus selbiger Pinsel LE habe ich mir noch den Puderpinsel gekauft. Das war leider der letzte. Deswegen, liebe Cinderella Rockabella, hast du den Blush Brush von mir bekommen. Sonst hättest du den auch noch bekommen. Aber das war leider der letzte und ich wollte den so unbedingt haben. Dann war ich so ein bisschen, in dem Augenblick war ich so ein bisschen in Bezug auf diesen Pinsel so ein bisschen egoistisch. Entschuldigung. Ja, aber ich finde den geil. Der ist richtig gut. Der ist ein bisschen, ich habe ja noch hier dieses mordsmäßige Teilchen, der ist ein bisschen kleiner. Aber und ein ganz kleines Mühchen, fester gebunden als der von Douglas. Aber I love it. Und dann machen wir auch gerade mal, ich mache gerade mal die Pinsel weiter. Ich glaube, den muss ich euch auch noch zeigen. Und wo bist denn du jetzt schon wieder hin? Lilly, ich sage es euch. Pinsel suchen. Man wäre morgens viel schneller fertig, wenn man diese Pinsel nicht immer suchen müsste. Hier,
Habe ich den noch, ich weiß nicht, ob ich den euch schon gezeigt habe. Es kann sein, dass ihr den schon bei mir gesehen habt. Von For Your Beauty. Der war dann da reduziert. Den habe ich noch mitgenommen. Diesen, war das jetzt auch der Blush Brush? Ich will jetzt nicht auf jeden Fall neben dieser Kante. Ja, der durfte noch mit. Der ist auch gut. Den habe ich auch schon getestet. Aber auch gewaschen schon und verliert keine Haare. Und dann gibt es ja momentan eine neue LE von Real Techniques. Und da durften diese beiden Pinsel mit. Einmal. Also es ist die mit diesem lila Glitzer. Bin ja nicht so der Glitzer-Typ, aber das finde ich schon echt Porno, ne? Das finde ich Porno. Der Blender-Pinsel, den habe ich auch schon getestet, ist gut, aber das ist, also ich sag mal bei Real Techniques. Und steht das hier nochmal irgendwo drauf? Die 301, ich glaube, das ist der Foundation-Pinsel. Da muss ich sagen, ich hatte gehofft, dass der ein bisschen weicher ist. Der ist so ein bisschen, aber nur ganz minimal so in die Richtung von so einem. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber der hat halt auch hier so längere und kürzere. Der ist nicht pieksig oder so, versteht mich nicht falsch. Der ist auf jeden Fall weich. Und ich habe den getestet, weil ich momentan wieder im Alltag teilweise einfach nur Puder trage. Damit habe ich den getestet, deswegen ist er auch schon benutzt. Und das funktioniert super. Super Teilchen. Mega. Finde ich sehr, sehr nice. Wo hatte ich den denn jetzt drin? Hey? Kommst du mal da? Nee, du warst hell drin. Hey, warst du drin? So. Das war ein Pinsel. Dann habe ich mir aus der neuen Trend It Up LE, dieser Fade to Black, einen Multiblush geholt. Und zwar in der 010. Das andere ist ja, glaube ich, ein Bronzer. Aber der Blush hat mich interessiert. Wobei ich jetzt im Endeffekt sagen muss, mal gucken, wie das wird, wenn da weniger drin ist. Weil, also ich sag mal, die Farben einzeln zu benutzen, das kann man dann vielleicht für als Lidschatten. Also ich habe die auch, man sieht es, ja. Also diese, die habe da rühre ich drin rum. Aber als Lidschatten, das müsste man echt mal probieren. Wird auf jeden Fall ausgetestet. Auf jeden Fall, wenn man die so hin und her rührt, da muss man halt gucken, wenn da weniger drin ist irgendwann, wie das dann ist mit diesen Zwischenwänden da. Dann kommt diese Farbe raus. Das ist schon ein sehr, sehr helles Blush. Ganz dezent, aber trotzdem schön, wie ich finde. Genau. Dann war so ein Extra-Aufsteller von Trend It Up und da war auf der anderen, also diese Extra-Aufsteller, wo immer vier Seiten, wo dann was drin ist. Das war, glaube ich, einmal Essie, einmal, weiß ich nicht, und einmal Trend It Up und einmal, weiß ich nicht. Da durften zwei Lippenstifte, also waren Lippenstift und Nagellacke, glaube ich. Da durften zwei Lippenstifte mit. Einmal die 920 und einmal die 940. 920 ist ja immer wieder voll mein Beuteschema, dieses Graubraun. Achso, ich habe hier noch den Blush. Ich habe gerade gedacht, was hast du denn da gemacht? Die Hose abschmieren. Na toll. Also so ein Graubraun ist ja, ne? Mittlerweile habe ich davon ganz viele. In diese Richtung. Und die 940, die ist ein bisschen wärmer, aber trotzdem ein Nude-Ton. Aber halt was Wärmeres. Die zwei. Genau, die durften damit. Und also Trend It Up Lippenstifte. Also ich finde, da kann man echt nichts falsch machen. Vor allen Dingen, also ich finde die Matten auch richtig gut. Also genau. Kommen wir zu dem, was ich nun auf den Lippen trage. Hatte ich auch schon mal einen von, war ich jetzt nicht so begeistert, aber irgendwie ganz, ganz viele loben die voll in den Himmel und dann dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Und dann hatten die ein Set. Und dann hatten die eine Farbe, die mich interessiert hat. Und zwar rede ich von den L'Oreal Lip Paint Mattes. Diese Farbe, die hat meinen Namen geschrieben. Ich finde die genau. Zwar ist es die 212 Nudist. So. Ich habe das gesehen, die gibt es halt im Set. Oder gab es, ich bin mir nicht sicher, ob es sie noch gibt. Mit Lip Liner und dann hier das. Gerätchen. Und dann dachte ich erst, komm, die fandst du jetzt nicht so pralle. Vielleicht findest du ja nur den Lip Liner. Die gibt es auch einzeln, diese Lip Liner. Diesen auch, aber nicht bei mir. Der ist immer ausverkauft gewesen. Diese Farbe, nur diese Farbe war immer ausverkauft. Deshalb auch diese 212 Nudist. Das ist auch übrigens so
Stefanie Kiesinger war da irgendwie drauf, irgendwie sowas. Genau, und dann habe ich geguckt und ich glaube, die Lip Liner kosten 4, 5 Euro, irgendwie sowas. Und ich meine, dieses Set hätte 7 gekostet, 8. Also war das halt zusammen definitiv günstiger. Also ich habe das definitiv günstiger bekommen und dachte mir, komm, dann kannst du es auch mitnehmen, gibst dem nochmal eine Chance zum Testen. Und ich glaube, also es ist auf jeden Fall so, es ist wie eine Lip Cream eher. Also man merkt, dass ich was auf den Lippen habe und wie man sieht, das hält auch nicht, also es geht ab. Aber ich glaube, es lag tatsächlich daran, dass die Farbe, die ich vorher hatte, mich nicht hundertprozentig überzeugt hat. Also den finde ich jetzt irgendwie richtig gut. Zu dem Lip Liner. Den habe ich zweimal benutzt. Der ist verdammt cremig. Und der ist zum Anspitzen. Und ich brauche einen neuen Spitzer, weil ich habe einen Spitzer von P2 und der macht ganz komische Sachen mit meinen Stiften. Das sieht danach nicht nice aus. Ich bräuchte mal einen neuen Spitzer. Genau, also ich habe den zweimal benutzt. Der ist halt, wie gesagt, verdammt, verdammt, verdammt cremig. Das ist so eine Geschichte, wenn ihr dieses Set habt. Oder, also ihr könnt euch auch beides einzeln kaufen. Den gibt es ja auch so, meine ich jedenfalls. Ich würde damit nicht unbedingt jedes Mal die komplette Lippe ausfüllen, weil ansonsten habt ihr da nicht lange was von. Benutzt dann halt einfach dieses und nimmt den tatsächlich einfach nur als Lip Liner. Weil ansonsten geht der halt schnell leer. Aber das, und ich mache euch jetzt mal hier vor den Swatch. Ich meine, ihr seht es auf meinen Lippen, aber der Vollständigkeit halber. Oh, das mit diesen, mit den Knochen hier, das ist ja auch immer so ein Geerb. Da sieht man die Farbe nochmal. Ich finde die mega geil. So ein Aubergine-Graubraun. Keine Ahnung. Kann ich nicht gut beschreiben. Ihr wisst es. Aber das ist die Farbe. Genau. Dann habe ich noch eine Sache gekauft. Beziehungsweise noch zwei Lippensachen kommen jetzt noch. Eine Sache, die ihr von mir kennt und ich sage mal die Konkurrenz dazu. Die Sache, die ihr von mir kennt, es gab wieder mal 20% auf Maybelline bei Rossmann und ich befürchte langsam, jedes Mal, wenn sie das haben, gibt es davon einen Neuzugang bei mir. Diesmal habe ich die 020 Pioneer, dieses schöne Root. Nochmal ein bisschen trocken rubbeln. Und ich feiere die nach wie vor. Vor allen Dingen halt bei diesen knalligen Farben. Ich brauche mir halt da echt keine Gedanken zu machen, dass die irgendwie hier irgendwo landen oder irgendwann krümelig aussehen oder sonst irgendwas. Also, das ist Pioneer. Und dann die Konkurrenz von Manhattan, die Stay Matte Liquid Lip Colors. So, da habe ich die Farbe 210 Shopping in Soho. Ich muss sagen, allein schon, also wenn ich, da gab es keine Tester, ja? Sonst hätte ich ja da dran mal geschnüffelt. Der Duft geht gar nicht für mich. Geht gar nicht klar. Plastik? Süßes Plastik. Oder Plastik versucht süß zu machen. Geht für mich gar nicht. Die Konsistenz ist eher ein bisschen musig. Die Farbe ist wunderschön. Also, versteht mich nicht falsch. Ja. Die Farbe ist ein Traum. Ganz ehrlich. Wie gesagt, Konsistenz ist eher musig. Im Vergleich zu dem klebt er nicht auf den Lippen. Das ist so ein bisschen, also wenn man so eine Pro- oder Kontraliste, wie auch immer, so aufstellen würde, der klebt nicht auf den Lippen, wenn er angetrocknet ist. Der ja schon. Der hält aber nicht so lange wie der. Der stinkt, der nicht. Also es ist so ein bisschen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, die Farbe ist ein Traum. Der wird auch definitiv bei mir bleiben. Also ich sag mal, wenn man den aufträgt, klar, im Auftrag riecht man das. Dieses süße Plastik. Das verfliegt aber. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr das dann permanent in der Nase habt. Also man kann damit arbeiten und man kann damit auch leben, ja.
Wird auf jeden Fall bei mir bleiben, weil die Farbe, wie gesagt, auch einfach richtig schön ist. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, bleibe ich Team Maybelline. Und da sollen ja jetzt neue Farben rauskommen, gell? Ich freue mich. Ja, also, wenn ich mich entscheiden müsste, Team Maybelline, verkehrt sind die nicht. Die sind auch nicht so teuer wie die. Auf gar keinen Fall. Aber der stinkt nicht und der hält länger. Dafür klebt er halt ein bisschen, ist ein bisschen teurer, aber... Das ist halt immer, wie gesagt, das muss man für sich selbst entscheiden. Ich will jetzt nicht sagen, der ist schlecht oder ich würde empfehle den euch nicht. Das ist meine Meinung und ja. Genau. Das war's mit den Lippengeschichten. Jetzt machen wir das mal hier runter. Ich meine, gut, also ja. Ich habe jetzt von dem Maybelline auch eine knallige Farbe. Und die letzten Rotztücher. Auch damit müssen wir jetzt leben. Dann habe ich zwei Foundations gekauft. Auch eine davon trage ich jetzt, wo ich bei euch sagen muss, also in der Kamera sehe ich verdammt glänzend aus. Ich verstehe das gerade überhaupt nicht, weil hier sieht es extrem glänzend aus, aber in Natura ist das einfach so ganz natürlich. Naja. Das, was ich jetzt momentan trage, ist von L'Oreal die Perfect Match Minerals Hautbildverbessernde Puder Make-up. In der hellsten Nuance 1R1C Ivory Rose oder Rose Ivory. Genau. Finde ich super. Hat eine. Ich habe auch sonst keinen Concealer, kein gar nichts drauf. Vielleicht hätte ich noch mal ein bisschen Puder drauf machen sollen. Ich habe nämlich heute auch eine andere Tagescreme noch mal probiert. Die ich sonst immer verwende, seht ihr gleich. Aber ich hatte noch so eine Schrankleiche. Und ich mag sie nicht. Denn die macht genau das. Bei der anderen wäre das jetzt nicht passend. Ja, ist egal, seht ihr gleich. Leichte bis mittlere Deckkraft. Auf jeden Fall bis mittel aufbaubar. Für den Alltag mega. Traumhaft. Wenn ihr auch so ein Typ seid, der gerne einfach mal Puder drauf knallt und dann vor die Haustür geht, so wie ich. Ich brauche da nicht jeden Tag Foundation, habe ich auch gar keinen Nerv dazu, morgens um 4:45 da zu sitzen. Wobei, bis ich geduscht bin und Frühstück gemacht habe, und der Katze Frühstück, vor allen Dingen der Katze Frühstück gemacht haben, das darf man ja nicht vergessen, ansonsten wird man die ganze Zeit angemaunzt, ist es vielleicht schon so 10:50, wo ich dann hier sitze und mich fertig mache. Habe ich auch nicht immer Bock für das volle Programm. Dann benutze ich auch manchmal gerne einfach nur Puder. Und das ist ja sowas. Und im Normalfall, wenn ich eine gescheite Tagespflege drunter habe, glänze ich damit auch nicht. Denn ich trage das jetzt eine Stunde, anderthalb und sehe jetzt schon wieder so aus. Ja, aber ansonsten, also ich finde die super. Super, super, super. Und voll cool, dass es halt jetzt auch in der Drogerie mal eine Mineral, so eine lose Mineral Foundation gibt, dass man das mal, dieses Prinzip erstmal für sich testen kann. So. Jetzt kommt was. Ah, eine witzige Geschichte. Halloween-Make-up, ne? Ich hatte, das kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, mir aus der Essence Halloween LE dieses Duo mit dem weißen und dem schwarzen Creme-Zeug geholt, weil ich wollte ja als Skelett gehen. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr im Endeffekt auch das gesehen, was bei rumkam. Problem bei dieser ganzen Geschichte war, das war so pappig, also ich hätte nie im Leben irgendwo gegenkommen dürfen. Dann wären alle schwarz-weiß gewesen. Und es ließ sich nicht, ich sag mal, setten, sodass ich da hätte noch drauf Schatten kreieren können. Und das war einfach gar nichts, ja. Also ich habe mir damit die Pinsel versaut. Die konnte ich danach erstmal alle ordentlich waschen. Und das ging einfach nicht. Dann dachte ich, komm, dann gehst du halt in die Drogerie und kaufst die hellste Foundation, die du finden kannst. Hab eine ganze Reihe von denen, die so in The Flash am hellsten aussehen, nebeneinander geswatcht. Rausgekommen ist dabei von Maybelline die neue Foundation, diese 24-Hour Full Coverage Foundation. Ich habe den Deckel falsch rum drauf. Moment. Sieht man das auch? 24-Hour Full Coverage Foundation in der 03 True Ivory. Habe ich gedacht, die sieht am hellsten aus von den ganzen Swatches, was ich gemacht habe, und kurz getrocknet, weil die, ne, vielleicht oxidieren die so ein bisschen, so ganz minimal, werden ein bisschen dunkler und dunkeln ab. Die nicht, also durfte die mit. Jetzt habe ich für dieses Halloween-Make-up ja auch nochmal Probeschminken gemacht, weil ich ja auch nicht der Profi bin
und dachte, bevor du an dem Tag da sitzt und verzweifelst, probierst du es vorher schon mal aus. Nimm die Foundation, trag mir die auf und denk, ja, ist dein Hautton, nicht? Für das Halloween-Make-up in dem Sinne ein Fail, weil ich ja eine richtig helle Foundation haben wollte, aber die hellste, die ich finden konnte, mein Hautton ist. Im Nachhinein gar nicht mal so verkehrt, weil dann kann ich die jetzt auch öfter benutzen. Aber das muss man sich mal vorstellen, ne? Ja. Bei meinem Freund sah sie dann heller aus. Der ist nicht so eine Kalkleiste wie ich. Die durfte mit und die finde ich gut. Die finde ich gut. Die hat echt eine gute Deckkraft, muss ich sagen. Und die hält auch gut. Die kriegt mir nirgendwo hin. Die sieht nicht cakey aus, gar nichts. Also nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Schwäch. Die durfte auch noch mit. Dann habe ich bei H&M bestellt, im Sale. Zum einen dieses T-Shirt und es sieht genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ich habe ja hier, das ist ja ein BH hier drunter. Und die hat, das hat halt so einen V-Ausschnitt. Und das dachte ich halt mit dem BH und ich habe noch einen BH. Und wenn man das halt noch weiter runterzieht, man kann das halt den Ausschnitt variieren, wie man möchte. Der geht dann halt ungefähr bis hier. Das sieht bestimmt auch ganz nice aus. Das durfte einmal mit aus dem Sale. Dann nochmal eine High-Waist-Jeans aus der Kinderabteilung. Ganz unspektakulär, da ist die ist halt einfach ein bisschen höher geschnitten. Die hat 7 Euro gekostet. Wie geil ist das denn bitte? Eine Hose für 7 Euro. Und nochmal ein stinknormales, ist jetzt von hinten nach vorne, aber ein stinknormales anthrazitfarbenes T-Shirt. Aber meinen allerersten H&M-Blush. Und zwar in der Farbe Pale Pink. Den trage ich auch heute. Ich weiß gar nicht. So ein bisschen kann man den erkennen. Super schöne Farbe, muss ich sagen. Den habe ich jetzt eben gerade ein bisschen benutzt. Das ist halt auch so ein schöner Alltags. Ja, super. Auf meiner. Den kann man ganz schlecht jetzt gerade erkennen, weil hier sowieso alles rot eingefärbt ist. Entschuldigung, Moment. Ich probiere das jetzt mal hier. Ja, da kann man den erkennen. Da ist nichts rot eingefärbt, also das ist die Farbe. Hat, glaube ich, gekostet 2,99 Euro. Wobei ich sagen muss, also ich habe auch noch nie, weil die H&Ms, die wir jetzt hier so in unserer Nähe haben, haben keine Make-up-Abteilung. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mir das ein bisschen größer vorgestellt. Aber es sind 5 Gramm drin. Aber ich hatte das irgendwie... Aber egal. Freue ich mich sehr drüber, mein allererster H&M-Blush. So, das habe ich euch schon alles gezeigt. Ich habe bei Beauty Bay bestellt. Das Video wird ein bisschen länger, falls ihr das bisher noch nicht gemerkt habt. Ich habe bei Beauty Bay bestellt. Das eine liegt jetzt hier unten drunter, das zeige ich euch gleich. Und zwar, Moment, das machen wir mal hier raus. Und das machen wir mal hier raus. Haben die jetzt, das nennt sich The Crown Collection. Das sind dann immer so verschiedene Sets, wo verschiedene Sachen drin sind. Und da habe ich mich für dieses Set mit dieser geilen Tasche entschieden. Wie gesagt, ich bin normalerweise nicht so der Glitzer-Typ, aber das ist ja mal geil. Und das sieht aus, falls ihr Life in the Woods von Gronkh zum Beispiel schaut, die Folgen, in denen Debitor mittlerweile schon dabei ist, das sieht aus wie so ein Tesseract. Saugeil. Das ist so ein Teil, da könnte ich mich stundenlang hinsetzen, so... Egal, der Inhalt. In dieser Tisch, die trotzdem sehr mega ist, ist einmal so eine Anleitung. Dann war da drin ein Morphe-Pinsel, den habe ich auch schon einmal getestet. Ich habe den jetzt wieder hier reingepackt, damit ihr den seht. Das ist der R34 Blendepinsel. So sieht er aus. Der ist gut. Der ist halt oben, geht er nicht so weit auseinander, aber der ist schön weich. Und ich finde den, also ich finde den gut, mein allererster Morphe-Pinsel. Ja. Hier gibt es hier so ein paar erste Male heute. Den stelle ich jetzt auch hier rein, dass ich ihn endlich wieder benutzen kann. Dann war da drin ein Beauty Blender Cleanser, so ein kleines Zeug. Wie gesagt, ich benutze ja trotzdem immer noch das Öl, aber ich fand es ganz cool, dass das hier drin war. Also das war nicht der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir dieses Set gekauft habe, um Gottes Willen. Aber ich dachte so zum Testen, damit du mal weißt, was die da so alles, was da dran jetzt so toll sein soll. Fand ich das ganz gut. Und jetzt waren da noch zwei Sachen drin.
Ich zeige euch bei dem einen mal die Verpackung. Und zwar waren da 3 Make-up-Gegliedchen drin. Die kommen ja immer alle so einzeln verpackt. Ja? 3 Make-up-Gegliedschatten und eine kleine Z-Palette, wo man diese 3 Make-up-Gegliedschatten reinmachen kann. Tada! Meine ersten Make-up-Gegliedschatten. Das sind die Farben, so sehen die aus. Wir haben hier, also ich gehe jetzt mal von hier nach hier und drehe so rum und sage euch die Namen. Ich glaube, die stehen ja immer da hinten drauf. Ne? Genau, Cinderella, das ist der hellste. Wild West, das ist der mittlere, matte Ton. Und der dunkle ist Showtime. Und die swatche ich euch mal. Saugeil. Ja, das ist halt wie gesagt jetzt ein bisschen ärgerlich, dass meine Hand da so verfärbt ist gerade. Aber hier ist Cinderella. Ich glaube, man kann das trotzdem gut erkennen. Vor allen Dingen den Schimmer. Wild West und Showtime. Kann man auch so ein bisschen die Glitzerpartikel noch erkennen, ne? Ja, da, guck mal da, wie es funkelt. Ja, ja. Da habe ich mich voll drüber gefreut. Die habe ich auch schon mal getestet. Auch die finde ich gut. Genau, und dann hast du halt hier so, wie man es verwenden kann. Steht dann hinten drauf. Auch ganz nice. Ich lasse das jetzt mal hier drauf, da kommt nämlich noch ein bisschen was. Also, das war halt alles hier in dieser Tasche. Das packe ich jetzt mal hier wieder rein, damit ich ein bisschen mehr Platz bekomme. Dann habe ich mir bestellt ein kleines Set von, weil ich die Marke auch mal testen wollte, von Stila, ein Liquid Lipstick Set. Und zwar gab es da 2 Stück, irgendwas mit Warm und das hier ist aber Play It Cool. Das Play It Cool Set. Und das sind die Farben, sind das da hinten die Farben? Baki, Patina und Bacca. Eine italienische Marke. Das hier ist die Farbe. Ja, tatsächlich. Die hellste Farbe ist Baki. Oder Basi oder was weiß ich. Oh, das ist ja wieder voll meins, ne? Baki. Patina ist der mittlere Ton. Da. Ich zeige die euch gleich nochmal, wenn sie alle da sind. Und Bacca. Das ist dieser Beere-Ton. Baki, Patina und Bacca. Voll cool. Die sind auch angenehm auf den Lippen. Genau, dieses Set durfte mit. Zwei Sachen haben wir noch vom Beauty Bay. Ich habe ja den... Der liegt jetzt gerade nicht hier. Den Lippy Sticks von Colourpop. Jetzt komme ich nicht drauf. Der soll ja so ähnlich sein wie dieser. Der Jeffree Star Liquid Lipstick mit der Many MUA Kollaboration in der Farbe Daddy. Und ich musste ihn trotzdem haben, auch wenn die Farben ähnlich sein sollen. Aber ich bin halt auch einfach Jeffree Star Liquid Lipsticks. Ich bin Fan. So sieht es aus. Steht ja Shake Well Before Use, für den Swatch brauche ich das jetzt nicht. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, seitdem ich den habe, trage ich den Colourpop Lippy Sticks und den hier immer im Wechsel. Ich liebe diese Farben. Da. Saugeil. Mega. Genau. Jetzt kommt noch eine Sache vom Beauty Bay. Und zwar hatten die letztens Prozente auf verschiedenste Dinge. Ich nehme mal kurz ein neues Druck und mache mal die Swatches weg. Unter anderem auf eine Lidschattenpalette
von der ich verdammt viel Gutes bisher gehört habe und die mich auch interessiert hat. Moment. Ich kriege die Verfärbung hier nicht weg. Im Moment. Genau. Und zwar handelt es sich um eine Lidschattenpalette von Color Terrain. Und zwar die Queen of Hearts. Dieses Packaging, müssen wir darüber noch diskutieren? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Und die habe ich auch heute zusammen mit dir hier benutzt. Die ist schon geil. So sieht die denn aus. Und das hier sind die Farben. Dieses Gold ist jetzt gerade nicht vorteilhaft. Aber ja, so kann man das gut erkennen. Und ich habe davon, also ich habe da schon ein bisschen mehr rumprobiert. Ich habe aktuell Dethrone oder Dethrone auf meinem Lid, so wie hier. Und dann die Royal Highness, dieser Ton. Das ist so hier das innere erste Drittel. Und dann Crown im inneren Augenwinkel. Ausgeblendet habe ich das ein bisschen mit Princess und NYX Lingerie. Hatte aber auch schon ein Augen-Make-up mit Queen Mother und Noble Woman. Und der ist geil. Ich mache euch mal Swatches von den Farben, die ich jetzt benutzt habe. Princess, Dethrone, Royal Highness, Crown, Funkli Funkli. Ja, das ist jetzt wieder, die Verfärbung hier ist nicht so braun. So, jetzt. Das sind die Farben, die ich jetzt benutzt habe. Und Romang. Dann zeige ich euch die Farben, die ich jetzt gerade noch genannt habe. Achso, und Ladyship hatte ich dann als Mattenton. Ladyship ist, zeige ich euch gleich. Queen Mother, Ladyship und Noble Woman. Und das ist Noble Woman, Freunde. Auch hier, der ist geil. Der ist halt so ein bisschen satinierter als der hier und das ist Ladyship. Damit hatte ich gestern ein Augen-Make-up. Warum will Ladyship jetzt gerade nicht? Irgendwas ist da auf meiner Hand. Oh. Ja, Ladyship ist jetzt gerade irgendwie der Swatch richtig verkackt. Probier das nochmal an einer anderen Stelle. Ha! Da ist irgendwas auf meiner Hand. Das ist Ladyship. Wo sind wir da? Das ist Queen Mother. Das ist der verkackte Ladyship Swatch. Und das ist Noble Woman. Seht ihr das? Mega schön. Mega schön. Hallo. Hallo. Oh mein Gott! Und das ist so, ich habe es unter dem Fingernagel jetzt. Ne? Ganz oft ist es ja so, wenn ihr so schimmernde Lidschatten habt, dass die beim Swatch mega toll sind und ihr die aber mit einem nicht angefeuchteten Pinsel nicht so aufs Auge kriegt, wie es im Swatch ist. Mit der nett. Also wir haben einen mega schönen Schimmer. Natürlich könnte ich das noch intensivieren, wenn ich das jetzt noch angefeuchtet hätte. Gar keine Frage. Ja, das ist ja immer noch mal so ein Unterschied. Oder wenn ich es mit dem Finger gemacht hätte, ja. Das ist noch mal ein Unterschied. Klar, dieser Glitzer, der jetzt hier so ein bisschen rüberkommt, den habe ich jetzt nicht so intensiv. Aber ich finde, den Schimmer kann man noch... Und den hatte ich gestern, wie gesagt, mit dem Finger aufgetragen. Der war so. Natürlich ein bisschen, weil ich den über das ganze Lid hatte und den wirklich nur in der Mitte, war das ein bisschen anders da als jetzt hier. Aber also ich finde diese Palette mega. Mega schön. Mega schön. Und bereue es nicht, mir die gekauft zu haben. Und fand es wundervoll, dass die im Sale war. Nee.
So, und jetzt gucke ich nochmal rum. Jetzt gibt es noch eine Sache, die ist beauty-related. Und wer dann keinen Bock mehr hat, weiter zu gucken bei den anderen Sachen, dann könnt ihr dann abschalten. Und zwar gibt es irgendwo, ich weiß nicht wo, ein Nivea-Werk. Und der ein Arbeitskollege meines Schwiegerpapas in Spee fährt da immer mal wieder hin. Und da gibt es so Tüten. Nivea-Tüten für 10 Euro und da sind dann verschiedene Sachen drin. Gibt es für Männlein und für Weiblein, bla bla bla. Mm. Bei Nivea kommt gleich noch eine Sache. Hab ich eben vorhin geschwätzt, hätte ich jetzt fast vergessen. Auf jeden Fall haben wir gesagt, komm zum Testen, bring mal pro, also eine für Männlein, eine für Weiblein mit. Die zeige ich euch noch kurz. Wir fangen mal an mit der für Männlein. Die sind schwer, ich sag's euch. Da sind jetzt, also bei Männlein sind jetzt auch Sachen drin, die sind unisex, ja, bei Weiblein auch. Aber wir haben hier einmal drin eine 250 Milliliter Flasche Indusch Body Milk für trockene Haut. Ein Active Clean mit Kohle und Carbon Pflegeshampoo für Männer. Ein Nivea Man Protect and eine Nivea Man Protect and Care Pflegedusche. Ein Nivea Man Cool Kick Antitranspirant ist da drin. Dann eine Creme Care Seife, Seifenstück. Moment, Haare aus dem Gesicht. Ein Nivea Man Protect and Care 0% Aluminium Deo Roller. Ein, und da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, gehört Labello zu Nivea? Weil hier ist ein Labello drin. Steht das hier irgendwo? Beiersdorf. Beiersdorf. Ich glaube, das gehört zusammen. So. Ein Labello, der ganz normale blaue. Dann, voll cool, wollte ich immer mal testen, aber... eine Pflegeseife von Nivea. Jetzt wird sie eng. Und dann haben wir hier noch drin einmal die Nivea Man Creme und so eine kleine von der normalen Nivea Creme. Nivea hat jetzt auch wieder das Parfüm rausgebracht. Habe ich bei, was ist das denn hier? Bei DM gesehen, aber 24 Euro waren mir noch ein bisschen zu teuer. Da überlege ich, ich weiß noch nicht. Das ist die Männertüte gewesen, ja? Also hat 10 Euro gekostet, das da war alles drin. Ich glaube, das übersteigt schon 10 Euro. So, packen wir da wieder rein. Und wie gesagt, wir wollten es ja auch einmal testen. Wir wollten mal gucken, was da so drin ist. Und so. So, jetzt kommen wir zu der Damentasche. Nivea Ladies. Haben wir, also ein paar Sachen gleichen, sind gleich, identisch. Hier haben wir einmal drin, wo fange ich mal an? Nivea Pflegedusche Creme Soft mit Mandelöl. Nivea Haarmilch Pflegeshampoo für normale Haarstrukturen. Nivea reichhaltige Bodymilk, Tiefenpflegeserum und zweimal so viel Mandelöl wie zuvor für trockene Haut. Dann auch wieder einmal diese Seife. Also brauche ich jetzt erstmal keine Seife zu kaufen, Flüssigseifen. Und ich brauche auch erstmal, aber das sowieso nicht, Seifenstücke zu kaufen, denn auch hier haben wir einmal die Creme Care Seifenstück drin. Ein Deo Protecting Care 0% Aluminium mit Nivea Cremeduft. Dann haben wir hier drin Nivea Creme, einfach in der Tube. Den Labello haben wir hier auch drin. Dann haben wir hier einmal, die wollte ich mir letztens im DM kaufen, um das mal zu testen, gut, dass ich es gelassen habe. Die intensive Pflege von Nivea Care. Die hier. Und dann haben sie ein bisschen mitgedacht, weil Damentüte. Das finde ich ganz cool. Wir haben hier auch einmal die drin. Aber wir haben die hier auch einmal in klein drin für die Handtasche. Und das fand ich ja mal richtig cool. Haben wir hier das drin und das ist ein
Riegel. Der war da auch drin. Voll cool. Also ich muss sagen, ich werde mir die jetzt nicht, ich sag mal, regelmäßig holen, weil ich bei einigen Sachen hier, die jetzt hier drin sind, da haben wir... Da haben wir auch ein bisschen länger was von. Also zum Beispiel bei den Labellos. Ich habe ja sonst auch keine Lippenpflegestifte und bei diesen Dingen hier. Da haben wir ein bisschen länger was von. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich das eigentlich ganz nice. Gefällt mir auf jeden Fall. Und bevor ich das jetzt vergesse, weil ich es eben ein paar Mal angesprochen habe, meine... neue Gesichtscreme, die ich heute jetzt leider nicht drauf habe, weil ich doof bin. Weil die ist nämlich auch von Nivea. Und zwar ist es die Nivea Q10 Plus Antifalten Poren verfeinernde Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 15. Die sieht so aus. Ich habe leider die Umverpackung nicht mehr. Auf jeden Fall war die für Mischhaut. Ich habe Mischhaut. Ja. War mitunter die einzigste Creme, die ich für Mischhaut gefunden habe. Die hat einen Lichtschutzfaktor, das fand ich cool. Hatte trotzdem was gegen die ersten Fältchen hier oben, diese Milzfältchen. Porenverfeinernd und wie gesagt, stand drauf, dass sie nicht nachfetten soll. Und das macht die. Also mit dieser Creme hätte ich jetzt so nicht ausgesehen. Zweitens, ja, sie verfeinert bei mir mittlerweile nach und nach die Poren. Ja, also kann man nach der ersten Anwendung kann man das natürlich nicht sagen, aber ich benutze sie jetzt, seitdem ich sie habe. Wie man auch schon sehen kann. Und sie tut was dafür. Und ich finde sie einfach klasse. Und ich freue mich. Also ich kriege davon auch keine Pickel oder sonst irgendwas. Wie gesagt, so hätte ich hier nicht ausgesehen mit diesem Zeug. Und ich freue mich endlich, dass ich eine Tagespflege gefunden habe, die für mich funktioniert. Ja, also die finde ich mega. So, an alle, die nur Beauty sehen wollten, abschalten. Denn jetzt kommen noch ein paar andere Sachen. Eine Sache, die wurde sich auch gewünscht, dass ich sie zeige. Und nein, noch nicht abschalten. Ich habe nämlich noch Geschenke bekommen, damit ich das jetzt endlich mal zeige. Ich zeige euch jetzt weder den Brief noch die Umverpackung. Auf jeden Fall hat mir eine ganz, ganz liebe Abonnentin, hier ist ein kleiner Zettel, und zwar die liebe Claudia, geschrieben. Jetzt muss ich mal gucken. Wir bleiben bei Claudia. Ich sage jetzt mal nicht deinen Instagram-Namen. Ich hoffe, das ist okay. Ansonsten, die müssen dich ja nicht alle stalken. Auf jeden Fall vielen, 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 vielen Dank nochmal dafür. Sie hat mir nämlich geschrieben, ich liebe ja die Luvus Heilerde Repair Maske. Und ich finde die hier nicht mehr und ich flippe aus. Und sie hat gesagt, bei mir in der Nähe habe ich sie entdeckt. Bei mir gibt sie sie noch, ob sie mir ein paar zuschicken soll. Und sie wollte dafür auch nichts, weil ich habe ja schon gefragt, ja. Also das war ein Geschenk von ihr. Und ja, Moment. Sie hat mir dann dreimal, also sechsmal, weil es sind immer zwei, meine Lieblingsmaske mitgebracht. Vielen, 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 vielen Dank. Tausend Dank. Finde ich extrem, extrem, extrem nett von dir. Vielen, vielen Dank. Ich wieder ein paar, jetzt muss ich mit meinen, weil ich momentan bin ich extrem sparsam damit geworden. Alle 3-4 Wochen gönne ich mir mal eine, weil ich mir denke, und dann kriegst du es nicht mehr, dann kriegst du hast ein Problem. Und sie hat mir noch, die hatte ich ja schon mal, von Schemens die Multimasking-Maske mit reingepackt. Die findet sie ganz gut. Und ich hatte ja schon mal gesagt, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist dieser Lakritzduft von dem schwarzen Zeug. Aber ansonsten fand ich die ganz okay und ich weiß auch nicht, so einmal testen und dann irgendwie seine endgültige Meinung fällen. Ich habe es ja eben schon mal erwähnt. Ich teste gerne Sachen auch gerne zweimal und gucke so wie, weil es kann ja auch sein, an dem Tag war ich einfach extrem empfindlich oder sowas und deswegen ist mir das extrem aufgefallen und bei dem Mal fällt mir das dieser Lakritzduft nicht so extrem auf. Ja, deswegen finde ich es toll, dass du mir die nochmal reingepackt hast, dass ich die nochmal testen kann und ich finde es sowieso mega toll. Hier fällt gleich alles runter, dass du mir meine Lieblingsmaske geschickt hast. Vielen, 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 vielen Dank nochmal. Total, total nett. Mua. Danke, 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 danke. Ich bin voll mega drüber gefreut. Ich bin durch die Wohnung gehüpft mit meinem Freund, mit den Masken. Und mein Freund dachte, na jetzt haben sie es aber.
So. Jetzt haben wir alles, was mit Beauty zu tun hat, abgearbeitet, weil hier stehen so viele Sachen tatsächlich schon so lange auf meinem Tisch, was ich endlich zeigen wollte, wie zum Beispiel hier diese, die Masken. Ich blicke hier irgendwann nicht mehr durch, weil mittlerweile gehört das so schon zu meiner Einrichtung. Kennt ihr das? Ich stelle das hier irgendwie hin, weil ihr das unbedingt zeigen wollt. Und irgendwann ist das für euch so, gehört das da für euch dahin. Das steht ja schon Wochen da. Egal. So. Jetzt kommen wir einmal zu Büchern. Die liebe Sophie vom Kanal Mrs. Muffin Maker verlinke ich auch mal gerne unten. Unbedingt bei der lieben Maus reinschauen. Ich liebe sie. Ich weiß gar nicht, ob sie das weiß. Wenn nicht, war das jetzt ein Geständnis. Sie hat Sebastian Fitzek empfohlen. Und irgendwann dachte ich, sie sagt das so oft, jetzt kaufst du dir mal eins. Das erste, was ich mir von ihm geholt habe, war Passagier 23, weil ich es mit Rossmann entdeckt habe. Anderthalb Tage, dann hatte ich es durch. Zack. Dann habe ich mir geholt 8 Nacht. Das habe ich dann im Rewe gefunden. Anderthalb Tage, zack, hatte ich es durch. Und das sind meine neuesten. Ich zeige jetzt erstmal das hier. Das Joshua-Profil. Da hat es jetzt ein bisschen länger gedauert, aber auch einfach nur aus dem Grund, weil ich keine Zeit hatte. Aber mega, mega geiles Buch. Also die anderen beiden auch. Mega geil. Und das ist jetzt mein neuestes. Das hier habe ich jetzt gestern zu Ende gelesen. Und gestern im Rewe habe ich das entdeckt. Fitzek schreibt als Max Rode die Blutschule. Und zwar, für die, die das Buch auch kennen, In diesem Buch geht es um einen Autor, der ein Buch geschrieben hat, was die Blutschule heißt. Und es wurde hier in diesem Buch immer mal wieder angesprochen. Und da ist es. Und das habe ich gefunden und das durfte auf jeden Fall mit. Da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich. Ist auch ein Lesezeichen drin, ganz cool. Hier unten. Also ich, falls ihr Thriller mögt und so ein bisschen auch Bücher, wo man nicht auf Anhieb weiß, wie es ausgehen wird, weil das kann ich nicht leiden. Fitzek, Freunde, Fitzek. Mega, kann ich euch nur empfehlen. Mega, der hat jetzt auch ein neues Flugangst 7a. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil ich habe jetzt 50.000 Mal diesen Titel gelesen und denke mir immer, heißt das jetzt, müsste das nicht Fluggast sein? Nee, Flugangst heißt das, Flugangst 7a. Hätte ich mir auch beinahe mitgenommen, habe ich aber bisher sowohl auf Amazon im Endeffekt als auch, habe ich im Rossmann auch entdeckt, nur mit Hardcover gefunden. Und Hardcover-Bücher ist nicht unbedingt meins. Ich mag das, wenn ich die so ein bisschen knautschen und knäulen kann. Ja, aber dann habe ich ja das gefunden und auf Amazon, ich habe ja noch ein paar Bücher, die ich von ihm noch nicht gelesen habe, also ich habe da noch Auswahl. Kann ich euch echt empfehlen. Und jetzt komme ich zu dem, was ich euch zeigen möchte, was sich gewünscht wurde nach meinem Was ist los, Insel-Tesch. Da habe ich ja schon angesprochen, dass ich momentan einen Filofax als Portemonnaie habe, also wo dann auch Kalender drin ist und das aber nächstes Jahr wieder anders werden soll. Ich habe mir von Oder nicht oder doch den neuen Kalender bestellt. Falls ihr Oder nicht oder doch noch nicht kennt, müsst ihr so unbedingt auf diese Seite gehen. Ich werde hierfür nicht bezahlt, um Gottes Willen, schön wäre es, ne? Ich werde für irgendwas bezahlt. Nein, ich habe auch keine Kooperation, das werde ich auch nie haben, meine Meinung. Aber ich habe so viel von Oder nicht oder doch und ich finde das einfach immer mega süß oder mega witzig und mitgedacht und solche. Wir sind schon über einer Stunde, Freunde. Deswegen fasse ich mich jetzt kurz. Der Kalender kommt in diesem Täschchen, das wird mein Jahr. Und es ist dieser Kalender, 2018, auf ins nächste Abenteuer. Ich habe auch diese Hülle schon, also da gibt es noch eine Hülle, die habe ich auch dabei. Und ich zeige es euch. Also habt hier zum Beispiel eine Jahresübersicht. Kontakte, so Vorsätze, eine Seite mit Vorsätzen. Das ist dann so eine Woche mit einer To-Do-Liste, mache ich nur nicht heute. Das sind dann halt, wie gesagt, die ganz normalen. Ihr habt hier so zwei Bändelchen. Ja. Wir blättern mal weiter, weil da hinten kommt noch ein bisschen was anderes. Dann haben wir hier, keine Ahnung, Reiseziele, wo man mal hin möchte. So Listen zum Koffer packen. Serienlisten. Lieferservice, wo man sie sich aufschreiben kann. So eine Wunschliste, ich brauche das wirklich.
Vokabeln für Schlaumeier. Lustige Zitate und Versprecher aus dem Alltag. Also ganz viele verschiedene Seiten, wo man dann noch, also hier hinten auch noch Notizseiten, ganz einfach, wo man noch was eintragen kann. Und ganz hinten nochmal so eine Einstecktasche, wo man auch was reinstecken kann. Das wird mein Planer fürs nächste Jahr. Und weil ich vor kurzem, also den habe ich schon ein bisschen länger, vor kurzem habe ich aber wieder da bestellt, und zwar Weihnachtsgeschenke. Die zeige ich jetzt nicht, aber ich habe mir eine Sache mitbestellt, und das fand ich nämlich mega süß. Und zwar ich mir das kleine Buch der schlechten Laune mitbestellt. Da geht es einfach darum, wenn man einfach mal schlechte Laune hat, dann kann man hier, also hat man hier ganz viele Seiten, wo man halt einfach das einfach mal von der Seele schreiben kann, sag ich mal. Also man hat hier ganz viele Notizseiten, wo man dann halt aufschreiben kann, weswegen man jetzt einfach mal schlechte Laune hat. Liebes Tagebuch steht da, ja. Dann haben wir aber zum Beispiel eine Seite, wo Hausordnung aufgeschrieben werden kann. Dann hier haben wir eine Karte. Liebe Grüße von deiner schlechten Laune, die bleibt heute mal allein zu Hause. Die kann man sich dann ausschneiden und irgendwo hinhängen, dass sie jeden Morgen gesehen wird. Oder wenn man schlechte Laune hat, Songs, die man dann hört. Hier, wenn man hat ja auch manchmal schlechte Laune, dann nörgelt man ja an den kleinsten Pupsen rum. Kann man dann hier aufschreiben und dann kann man drauf zeigen, dann soll man drauf zeigen und sagen, du spinnst doch, reiß dich zusammen, Volltrottel. Wenn man einen Streit hatte, kann man das hier eintragen. Also ganz viele verschiedene Sachen. Das fand ich einfach mega, mega süß. Und dann gab es gratis, Moment, also zu dem Zeitpunkt dazu, noch einen kleinen To-Do, eine kleine To-Do-Liste, und zwar, bäh, noch so viel zu tun. Und das hier wird gerade gesaugt. Immer dieser Kleinkram. Und also da gibt es halt ganz viele Sachen, die so extrem süß auch designt sind. Und wie gesagt, wo man sich auch einfach mal Gedanken gemacht hat. Also ich bin Fan von oder nicht oder doch. Keine Ahnung, ich guck mal, ob ich euch, muss ich dafür irgendwas noch da reinsetzen, dass ich nicht bezahlt wurde, wenn ich euch jetzt den Link da unten reinknalle. Also Freunde, ich bin dafür nicht bezahlt worden. Ich knall euch den Link einfach nochmal unten rein, dass ihr schnell auf die Seite kommt. Ansonsten oder nicht oder doch alles zusammen.de. Bitte schön, guckt es euch an. Stöbert mal durch. Also ich finde, man findet da immer irgendwas. Auch so für Geschenke. Wie gesagt, wir haben da jetzt Weihnachtsgeschenke bestellt. Ich finde, da findet man immer was. Genau, das wollte ich euch noch zeigen, weil wie gesagt, das wurde sich gewünscht, dass der auch gezeigt wird. Der hat hier hinten, ist jetzt bei mir überflüssig, weil ich ja diese Schutzhülle drüber habe. Aber der hat hier auch noch so ein Gummi, wo man den noch zumachen kann. Und genau, ich hatte schon lange keinen festen Buchkalender mehr. Und da bin ich mal gespannt. Der hat halt auch vor jedem Monat nochmal so eine Monatsübersicht auf zwei Seiten. Und ich bin echt gespannt, wie ich dann mit dem zurechtkommen werde. Genau. Das war mein Haul der letzten Zeit. Wie gesagt, es ist ein bisschen länger geworden, aber ich war heute mal in Laberlaune. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne neue Woche. Lasst euch nicht ärgern. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.